Okay, wir sind schon auf Sendung. Einen wunderschönen guten Morgen zu unserer Fraktionssitzung heute am 26.01. nach Karneval. Für alle Düsseldorfer ist ja der Karneval noch nicht ganz vorbei. Wir haben heute eine etwas verkürzte Sitzung, weil wir einen Außentermin haben. Wir sind beschlussfähig von der Anzahl her, wie ich sehe. Von daher würde ich sagen, ich zähle auch noch mal gerade durch, sind 10, ja. Gibt es Anmerkungen zum Protokoll von vergangener Woche? Demzufolge nach würde ich abfragen, ob das Protokoll so abgelehnt wird. Möchte sich da jemand enthalten? Das ist nicht der Fall, von daher ist das einstimmig angenommen. Vielen Dank. Top 1, eben kurze Beschlussfähigkeit. Halte ich nur noch mal fest, wir sind beschlussfähig. Kommen wir ganz kurz zu den nicht öffentlichen Teilen. Ihr hattet in euren Postfächern entsprechend Vorlagen im Eingang. Weitere nicht öffentliche Teile habe ich jetzt nicht vorliegen. Ich denke mir mal, wir werden da dann auch nächste Woche etwas mehr Zeit für haben, um bestimmte Dinge vielleicht auch etwas eingehender diskutieren zu können. Im Augenblick haben wir 2 Punkte aufgeschrieben. Ich habe 25 Minuten mal avisiert. Ich hoffe, wir kommen aber schneller durch. Gibt es etwas gegen diese Nichtöffentlichkeit im Anschluss an den öffentlichen Teil? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wunderbar. Kommen wir dann zu Top 2. Steht hier Bericht der Pressestelle. Wenn Jens möchte, eben kurz, wir hatten ja gestern auch die Vorstandssitzung, da haben wir ja schon kurz darüber gesprochen. Jens sitzt zwischen den Mikrofonen. Ich und sitze sich zwischen gerade den ein. Stühlen, danke. Aber das ist kein Problem. Ja, an Themen, wie wir sehen, auch gleich in der Presseschau, die Polizeibeschwerdestelle läuft super. Gab es gestern auch entsprechende Anfragen zu. Wir waren mit dem Thema in OBL, Thema Kultur. Danke an Lukas für deine Reaktion. Da gab es ein Thema, was entsprechend gespielt wurde. Wir hatten NSU pur NSU mit der Birgit letzte Woche noch ein großes Interview, was auch in der Zeitung war. Und diese Woche steht natürlich pur Silvester auf dem Plan. Da gibt es im Moment noch ziemlich viel PR-Abstimmung, auch zwischen pur und uns. Aber da sind Simone und ich dabei. Am Donnerstag wird es dazu auch ein koordiniertes Pressestatement geben, um dieses Medieninteresse, was wirklich sehr, sehr groß ist, welches auch schon angemeldet wurde, hier ein bisschen zu kanalisieren. Also da bitte ich auch keine extra Würste zu fahren, sondern bitte alles über die Simone und mich laufen zu lassen. Das wird entsprechend dort konzentriert. Bitte? Ja, oder wie auch immer. Gut, so viel zu den Themen. Ansonsten, ja, das übliche Geschäft, ne? Wir haben einige Ausschüsse diese Woche, die entsprechend spannend sind. Innenausschuss, Integrationsausschuss morgen, heute die öffentliche Anhörung. Ich weiß nicht, Frank, ob da hoffentlich noch was kommt. Dann wollen wir morgen was zum Thema Lehrerausbildungsgesetz machen, zum Thema Großes Latinum. Und weil das auch entsprechend von Interesse ist, das wäre es von den Themen von meiner Seite. Ansonsten, K-Office läuft, die Termine sind kommuniziert, die nächsten Termine sind in Planung und werden auch von mir wieder gesammelt, dann entsprechend auch hier weitergegeben. Ja, danke. Vielen Dank, Jens. Situs vi late in istit tabernet, situs vi latein isit aber nicht. Dann möchte ich da noch kurz dranhängen, dass in dem Zusammenhang digitale Angriffe auf soziale Infrastrukturen, da Dank an Lukas auf der kommunalen Neusser Ebene, das, wie ich gesehen habe, ist dort auch bereits aufgegriffen worden. Wir selber hatten das ja auch kurz als Fraktion kommentiert. Sicherheit in öffentlichen Einrichtungen in Bezug auf IT-Infrastrukturen. Es gibt entsprechende Empfehlungen seitens verschiedenster Behörden bereits und man wird einfach zusehen müssen, wie man mit diesen Erpressungsversuchen umgehen muss. Wir selber als Fraktion
gleichfalls haben schon mehrfach zwischendurch aufgrund bestimmter Virenarten oder Klickmonster ja auch schon einzelne ja, virulente Dokumentenanhänge einfach mal nicht durchgelassen, weil es technisch gerade einfach zu haarig ist. Ich kann da immer nur empfehlen, Leute, verwendet offene Standards und offene Dateiformate. Okay, dann kommen wir zum Bericht des Fraktionsgeschäftsführers. Ich wünsche jedenfalls viel Spaß und interessante Erfahrungen. Wir haben die, was den Silvester, den pur Silvester betrifft, 2015 haben wir zwei Stellenanzeigen rausgeschickt, die jetzt im Augenblick noch laufen. Wir haben auf zwei Stellenausschreibungen im Bereich Innenpolitik und im Bereich Netz- und Medienpolitik, für den Bereich Innenpolitik haben wir 16 Bewerbungen, für den Bereich Netz- und Medienpolitik 11 Bewerbungen. Die werden wir jetzt sichten, zügig die Termine machen, um die Stellen dann auch rechtzeitig zu besetzen oder möglichst zügig zu besetzen. Ansonsten würde ich gerne darum bitten, dass wenn Termine hier im Landtag geplant sind, wie zum Beispiel die Helferkonferenz und Fan-Hearings, das ist eine Bitte von Britta, dass man, wenn man jetzt schon etwas denkt, machen zu können, auch wenn das vielleicht sich ein bisschen verschiebt, lieber frühzeitig einen Termin sagen, absagen kann man immer, weil das hier im Haus etwas langwierig ist. Und insofern bitte ich darum, wenn Planungen schon im Kopfe sind, einfach schon mal was vorsehen und wir würden es schon mal festmachen. Das war's. Vielen Dank, Hartmut. Hier erweitere ich ganz kurz, was ich auch schon gestern in der Vorstandssitzung gesagt hatte, was auch im Protokoll steht. Ich wollte es nur kurz gesagt haben. Wir haben selber noch mal im Bereich IT gerade seit Freitag ein paar Sicherheitsprobleme. Wir müssen die Firewalls aktualisieren. Da klemmt es manchmal gerade bei dem einen oder anderen Dienst. Das wird dann sukzessive nachbereinigt. Und auch was die Organisation in Bezug auf interne Mailverteilungslisten angeht, das werde ich morgen mit den Jungs besprechen. Und halt auch, was zum Beispiel die Ankoppelung unseres Internetauftritts an Tor-Onion-Routing betrifft, auch dies werden wir dann morgen mal durchkauen. Das ging jetzt Richtung Lukas. Gibt es weitere Nachfragen zur gestrigen Vorstandssitzung? Das Protokoll ist ja verlinkt. Das ist nicht der Fall, dann danke ich euch erstmal. Jetzt sind wir so schnell durchgekommen, weil um 11 ist ja, glaube ich, erst heute. Ähm, 10:30 Uhr, das heißt, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Wir stehen ja heute im Übrigen mit unserem Fraktion vor Ort Mobil in Wuppertal. Und um 10.30 Uhr, denke ich mir mal, werden wir von dort aus halt auch eine kleine Diskussionsrunde führen können. Dann würde ich, wenn niemand was dagegen hat, kurz Top 4 die Diskussion noch zurückstellen, eben kurz auf Top 5 Vorbereitung der Plenarsitzung eingehen und eventuell auch gekoppelt in Verbindung mit dem, was wir gestern in den Kernarbeitskreisen besprochen haben. Von daher wollte ich hier kurz fragen, gibt es bestimmte Anträge, die ihr schon in der Pipeline habt, außer denen, die wir gestern bereits in den Kernarbeitskreisen besprochen haben? Also ich erwähne es ganz kurz, es gibt da die Überlegung der Bargeldabschaffung, ist so ein Ding, wo sogar schon ein sehr konkreter Vorschlag vorliegt. Gibt es von eurer Seite aus, nicht Bargeldabschaffung, Verzeihung, ja. Bargelduntergrenze als etwas lustigeres Stichwort. Bevor hier jetzt heilloses Durcheinander ausbricht, gibt es von eurer Seite denn schon weiteres in der Ankündigung? Wer kann denn einen Antrag vorstellen?
Das noch nichts Konkretes ist, aber ich gerade euch beide sehe, Dietmar und Grumpy, ich würde euch gerne mal sprechen zum Thema BLB. Nein, nicht jetzt, aber wegen Antrag. Oder auch nicht. Also das war ein Antrag auf einen Gesprächstermin, das ist auch eine ja, das schöne, könnte schöne in einem Antrag sein. Okay, vielleicht möchtet ihr euch aber dann im Laufe des, also vor Freitag, vor Frist schon mal an mich wenden, wenn ihr was Bestimmtes in der Pipeline habt. Jetzt gebe ich ganz kurz an Michelle, wegen dessen, was wir gestern in den Frag dann für selber. Na gut, ja. Da ja gestern in den Kernarbeitskreisen die Anträge wohl besprochen wurden, können die Leute, die gestern in den Kernarbeitskreisen waren, mal kurz vorstellen, was das für Anträge waren? Das wäre total super. Also einmal Simone. Bevor ich was zu dem Antrag sage, den Marie jetzt gerade vorbereitet für uns, möchte ich darauf hinweisen, dass wir wahrscheinlich Freitagabend mit großer Wahrscheinlichkeit dieses Mumble nicht hinbekommen werden, weil ich glaube, viele dann bereits auf dem Weg zum BPT sind. Ich habe auch einen Außentermin in Bochum noch an dem Abend und nicht, dass dann Frust ausbricht bei den wenigen, die dann da sind. Also Marie bereitet einen Antrag vor als Reaktion auf eine Antwort auf eine kleine Anfrage von uns. Wir hatten gefragt, welche Beschwerden es in den Unterkünften gibt, also in Flüchtlingsunterkünften, und zwar aufgedröselt nach welcher Art und wo und wie viele und so weiter. Und die lapidare Antwort war, ja, sowas wird bei uns statistisch nicht irgendwie erfasst. Also es findet überhaupt keine Auswertung statt mit der Möglichkeit, präventiv zu arbeiten oder Ähnliches. Und dementsprechend fordern wir, dass das eben ab sofort geschehen soll, damit man damit auch arbeiten kann und damit man da eventuell auch vorausschauend mitarbeiten kann. Danke. Das war aus dem Kernarbeitskreis Demokratie und Menschenrechte. Wenn dabei sagt, ja. Deswegen ja. Gab es weitere konkrete Ergebnisse aus den KACs? Verzeihung, aus den Kernarbeitskreisen für die Abgeordneten. Dietmar, kurz. Ja, ganz kurz und auch nicht wirklich in thematische Tiefe gehend. Es ist ja bekannt seit Herbst letzten Jahres, dass unser Finanzminister sehr beharrlich daran arbeitete, die Bargeldobergrenze einführen zu lassen. Hatte er hier im Plenum auch angekündigt, ich werde das in die Finanzministerkonferenz tragen. Das hat offenbar auch Früchte getragen, insofern als nunmehr das Thema bundesweit diskutiert wird und auch auf EU-Ebene darüber diskutiert wird, eine Bargeldobergrenze einzuführen, berührt im Prinzip zwei Aspekte. Einmal die finanzpolitische Dimension auf der einen Seite, wie aber auf der anderen Seite unsere unsere Kernthemenbereiche wie Privatsphäre und auch Verhinderung von Überwachung. Von daher, der Antrag ist bereits gegossen, er ist noch in der Feinabstimmung und wird dann hoffentlich auch zu dem erhofften Ergebnis der öffentlichen Wahrnehmung führen können. Danke. Aus welchem Kernarbeitskreis, wo hattet ihr das gestern nochmal kurz besprochen? Das war im Kernarbeitskreis Aktuelles. Vielen Dank. Gibt es Transparenz, digitale Revolution? Genau, danke schön. Kann jemand von euch einen Kurzbericht von dem Kernarbeitskreis Transparenz liefern? Ich selber war terminlich zeitlich verhindert. Creon, bitte. Ja, wir haben im Kernarbeitskreis Transparenz, was eigentlich, glaube ich, mit Menschenrecht zusammengelegt wurde, aber der hat dann nachher noch weitergemacht. haben wir Besuch von Mehr Demokratie gehabt. Wir haben uns das Transparenzgesetz natürlich vorgenommen als Thema. Wir haben nach Thüringen geguckt, wo es entsprechendes Einbringung des Datenschutzbeauftragten gab. Und natürlich haben wir Ideen gesammelt. Ich denke aber nicht, dass das bis Freitag in einem Antrag mündet. Vielen Dank. Ich muss gerade kurz gucken. Genau, und es fehlt jetzt der Teil AK Digitale Revolution noch. Ich glaube, das war aber zusammen. War das nicht sogar angekündigt, zusammengelegt mit Transparenz? Ich meine, das wäre genau das gewesen. Wegen 2 Stunden, also Verdoppelung der Zeit war da, glaube ich. Ne? Okay.
Ah, okay. Gut. Gut, dann möchte ich alle noch einmal eingehend bitten, sich jeweils einen Kernarbeitskreis zu suchen, um diesem dann zukünftig auch beizuwohnen. Denn im Anschluss an die Kernarbeitskreise machen wir ja ständig auch die Referentenrunde, wo wir dann nochmal einzelne Dinge abschließend zusammenfassen. Okay. Michel, mach du. Also ich kann das auch nochmal wiederholen. In der Referentenrunde wurde gestern auch angesprochen, dass bei den Kernarbeitskreisen jetzt natürlich gestern durch diese Situation mit Alexander Trennhäuser eine besondere Situation war, aber dass sonst bei den Kernarbeitskreisen, sagen wir mal vorsichtig, die Teilnahme von MDL eher überschaubar ist, bis gar nicht vorhanden. Bitte? Machen wir gleich. Ja, Terminüberschneidung und so weiter gibt es immer, aber wir haben ursprünglich mal gesagt, jeder sollte an zwei Kernarbeitskreisen teilnehmen und es gibt Kernarbeitskreise, die seit Wochen ohne MDL da sitzen. Und das ist, sagen wir mal, für die Referenten nicht die beste Motivation und einige davon haben auch die Tendenz zu sagen, da können wir es auch sein lassen. Und dann gibt es keine Zuarbeit mehr und das wäre für jeden von uns hier wohl nicht so spannend, ohne Zuarbeit zu leben und von daher nochmal eindringlich die Bitte an den Kernarbeitskreisen, doch da teilzunehmen, wo man sich thematisch verortet sieht, beziehungsweise wo die eigenen Anträge dann auch besprochen werden. Simone. Ich möchte noch hinweisen, dass auch bei dem Treffen mit mehr Demokratie eine Idee für einen Antrag erwachsen ist, der ich aber eher im nicht öffentlichen Teil vorstellen werde, weil das noch reifen muss. Kurzer Hinweis, ja, dies war dann nämlich auch eine Art Lobbyrunde. Mehr Demokratie spricht tatsächlich auch mit anderen Fraktionen und auch mit uns, was mich sehr freut. Okay, gibt es zu Top 5 noch weitere Punkte? Das ist nicht der Fall. Kommen wir schnell noch, wir haben immer noch Zeit, kommen wir zu Top 6. Das ist eine Aufstellung bis zur Sommerpause möglicher Termine für eine Fraktionsklausur. Ich möchte vorschlagen, dass wir vor der Sommerpause zwei Fraktionsklausuren machen und zwar auch einen halben Tag mit dass wir unseren LAFO hinzuziehen als Gäste. Schaut doch einfach mal von eurer Warte aus, wie es bis zur Sommerpause aussieht. Das sind mögliche sinnvolle Fenster und schickt mir dann mal einfach eure Antwort zu, dass wir das nächste Woche eintüten können. Ihr könnt mir von mir aus auch noch gerne Wunschtermine schicken, aber es ist ja immer so ein bisschen das Problem. Ich habe jetzt mal kein Doodle gemacht, sondern ganz einfach nur mal sinnvolle Fenster eingepackt. Gibt es dazu Fragen? So, nicht. Dann mache ich noch mal kurz am. Oh, jetzt kommt ein Hinweis von der Seite. Hilf mir noch mal schnell. 25.05. ist Jugendlandtag. 6. steht, Entschuldigung, das habe ich nicht gesehen. Genau, weil im Juni ist. Die 25.06. ist Jugendlandtag. Ja, genau. Okay, dann der könnte Termin man das ja auch. Wahrscheinlich. Muss man gucken. Ja. Genau, da kommt schon die erste Rückmeldung: fahrscheinfreien Essen. Genau, als Veranstaltung. Dass man das, genau, da hatte ich dann nämlich die Überlegung, dass wir das ja vielleicht sogar im UPH machen könnten, vor oder im Anschluss an die Veranstaltung. Weil das für manche etwas viel wird, weil da Sekunde gerade. Stimmt. Egal, wir können den Kalender ja nochmal durchgehen. Genau, wir gehen halt alle nochmal unsere Kalender durch. Innerhalb der nächsten ein, zwei Tage. Jetzt habe ich mich selber in dem Pad verloren, ich bitte um Verzeihung, genau. Wir sind bei Ende des öffentlichen Teils. So, wir sind tatsächlich schon beim Ende des öffentlichen Teils diese Woche angekommen. Wir haben jetzt mehr oder weniger noch 5 Minuten zu überbrücken. Vielleicht sollten wir mal auch, oder wir könnten ja mal gerade fragen, wie es. Hartmut, guckst du jetzt gerade, ob wir Kontakt nach Wuppertal haben, oder? Okay, dann versuche ich mal eine sinnvolle
Ich mache mal kurz eine sinnvolle Pausenüberbrückung. Wie wir heute der Presse entnehmen konnten, wird es wohl einen neuen Nachtragshaushalt geben, der erste für dieses Jahr. Bisher führt bundesweit die Spitze der Nachtragshaushalte NRW ja an. Dieser erste Nachtragshaushalt wird laut Presse wohl den Schwerpunkt der Sicherheit haben. Wir erinnern uns, wir hatten vergangenes Jahr bereits im Rahmen der Sicherheit einen Nachtragshaushalt. Und neben der personellen Ausstattung der Polizei und der Behörden und der materiellen Ausstattung der Behörden gibt es halt einen Aspekt, der, denke ich mir mal, auch die Piraten und auch die Bürgerinnen und Bürger hier ganz massiv betrifft. Darin versteckt wird sein, vielleicht wird es auch endlich mal richtig offen dann ausdiskutiert, die Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Es gibt einen sogenannten 15-Punkte-Plan der Landesregierung. Und einer dieser Punkte ist halt die Ausweitung der Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Wenn ich mich nicht irre, gibt es mehr als mehrere hundert Stunden allein aus der Silvesternacht in der Analyse im Nachgang. Ob da überhaupt Verwertbares bei rauskommt, steht noch in den Sternen. Es gibt sehr harte gesetzliche Rahmenbedingungen in diesem Zusammenhang, so etwas überhaupt einzuführen. Und mir ist gerade nur bekannt, also neben Düsseldorf, Mönchengladbach, die ja schon bekannt sind, dass sie das haben, Aachen hat es ja vor Jahren mal abgeschaltet. Ich habe, soweit ich weiß, will Aachen es jetzt wieder einführen und ich glaube, Duisburg möchte es neu einführen. Das ist halt etwas, da wage ich ganz schwer doch den Sinn dieser Maßnahme anzuzweifeln. Und ob das rechtlich dann überhaupt so haltbar ist, steht auch nochmal in den großen, großen Sternen. Ich bin da selber sehr gespannt, ob wir da im Vorfeld mal oder ab wann wir dann offiziell eine Info seitens der Landesregierung bekommen werden oder ob wir halt wieder nur die nackten Zahlen präsentiert bekommen. Ich weiß nicht, Frank, willst du da noch zwei Takte zu sagen? Ja, du hast ja fast nichts übrig gelassen von dem, was bisher bekannt ist. Also ja, ich bin sehr gespannt, wie das halt, also du sagst, ob es rechtlich haltbar ist. Ich denke mal, es wird rechtlich passend gemacht. Und das werden wir uns sicherlich ganz genau angucken. Duisburg, Aachen, gerade Aachen, da gibt es ja schon eine Menge Berichte, warum eine Überwachung, die da mal war, abgeschafft wurde. Da müssen also wirklich dann knallharte Belege her, warum es jetzt wieder notwendig ist. Ich wüsste nicht, dass das so ein Sündenpfuhl geworden wäre, dass man das jetzt wieder da einführen muss. Ja, insofern, ich bin ganz klar gespannt. Ich hatte es ja auch schon in dem Antrag im letzten Plenum, im Januarplenum, gesagt, da hat der Minister sich ja, ich sag mal, gewunden, auch mit Düsseldorf, weil ja klar war, dass, also mit der immer noch aktiven Videoüberwachung da, weil sich ja keine Veränderung eigentlich der Vorfälle da gezeigt hat, es ist eigentlich konstant geblieben, ob mit Videoüberwachung oder ohne, sogar leicht gestiegen teilweise, sprich, es ist völlig wirkungslos. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt bei beim ganzen Thema Videoüberwachung, verhindern. Es ist bisher nie ein Nachweis gelungen, dass Videoüberwachung irgendetwas verhindert. Die Videoüberwachung liefert Bilder für die Schlagzeilen nachher, wenn etwas passiert ist. Das hilft den Opfern gar nicht. Insofern denke ich, werden wir bei unserer Ablehnung bleiben. Wie wir das begründen, machen wir dann fest, wenn wir vorliegen haben, wie die Landesregierung ihr Teil begründet. Ja. Und was dann sonst noch in dem Paket drinsteckt, das gucken wir uns natürlich auch ganz genau an. Haben wir das? Nein, wir haben das nicht. Ne? Nein, okay, ich dachte jetzt gerade. Aufruf an alle, die da sind. Wir sind also empfangsbereit auch. Für alles Mögliche. Ja, wir können schweigen. Wir haben ja, Moment, Innenausschuss ist Donnerstag. Also heute ist die Anhörung, Donnerstag ist die reguläre Sitzung. Vielleicht kommt da ja dann was. Okay. 10.30 Uhr. Leute sind gerade hektisch rausgelaufen. Dietmar, ja, bitte,
Gut, wir kennen ihn noch nicht, den Nachtragshaushalt, wie er denn angekündigt ist. Ja, ich bin auch für eine differenzierte Betrachtung, durchaus. Aber ich möchte eins mal ganz klarstellen. Wir haben hier ganz knallhart zu fordern, dass hier überhaupt gar keine Überwachung im öffentlichen Raum stattfindet. Also wenn das nicht das Petitum unserer Partei ist, dann bin ich, glaube ich, in der falschen Abteilung hier. Deswegen ist mir scheißegal, ob das Aachen, Köln, Düsseldorf ist, weg mit dem Mist und fertig. Ja, ich brauche keine Differenzierung innerhalb dieser ganzen Geschichte. Entweder fahren wir den harten Kurs hier, und zwar den, wie wir ihn als Partei seit Jahr und Tag fahren, oder wir lassen das ganze Ding bleiben. Dann sagen wir, oh, könnte sein, dass vielleicht das ganz gut ist, wenn vielleicht auf der Kölner Domplatte 10 Kameras mehr sind, weil eventuell da irgendwas verhindert wird. Vielleicht. So nach dem Motto, wir warten mal die Videoüberwachungsauswertung ab, was Silvester angeht, und dann müssen wir eventuell unsere Meinung ändern. Nein, unsere Meinung sollte ganz klar sein. Es gibt keine Überwachung im öffentlichen Raum durch die öffentliche Hand, durch den Staat und fertig. Die Linie fahren wir, sonst haben wir uns im Prinzip erledigt, was diesen Aspekt angeht. Meine Meinung, das wollte ich nur kurz nochmal einwerfen. Ja, nochmal differenzierte Betrachtung gerne und immer wieder, um uns auch nicht dem Vorwurf auszusetzen, wir würden einfach nur pauschal irgendwas ablehnen, das ist gar keine Frage. Aber bitte, der Kern unserer Aussage muss lauten, weg mit aller Überwachung und keine weitere Überwachung dazu. Das heißt also, egal was unter Berücksichtigung dieses Teilaspekts im Haushalt steht, ist er bereits jetzt, ohne dass er vorliegt, abzulehnen. Punkt. Vielen Dank, Dietmar, für diese klare Aussage. Jetzt habe ich noch mal eine Wortmeldung von Frank. Ich habe das jetzt ein bisschen so aufgefasst, als hätte ich das, ich habe das, glaube ich, anders ausgedrückt als du, inhaltlich aber genauso. Okay, danke. Also ich habe, glaube ich, schon ganz klar gesagt, dass wir bei der Ablehnung bleiben. Ich gucke jetzt gerade im Protokoll dieses Wohl, was da steht. Das, glaube ich, das sollte man streichen. Das, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Wir können auch vielleicht nochmal zurückspulen. Natürlich sind wir gespannt, wie die Landesregierung ihre Forderung begründet. Ich habe aber vorher gesagt, wir haben ganz klar die Position, keine Videoüberwachung. Das haben wir begründet, das habe ich begründet, weil sie halt nichts verhindert. Und das ist, denke ich mal, Dietmar, sind wir völlig auf einer Linie. Etwas andere Wortwahl, aber danke auch nochmal für das Deutlichmachen von dir. Und dann gucken wir, was da weiterkommt. Okay, jetzt haben wir 10.33 Uhr. Ich denke mir mal, fangen dann einfach mal an. Genau, herzlich willkommen nochmal, falls ihr in Wuppertal jetzt da schon zugeschaltet seid. Wir wollten heute mal kurz diskutieren seitens der Fraktion. Unsere Partei als Piraten, auch bundesweit, werden Ende des Monats und die zwei Wochen danach halt ein Thema bundesweit auch mal ein bisschen stärker bespielen. Wir selber werden dies auch inhaltlich als Fraktion bespielen wollen. Es geht dabei um das große, schwierige Diskussionsthema BGE, bedingungsloses Grundeinkommen. Es gibt viele andere Formulierungen dafür. Es gibt viele verschiedene Ideen, Arten und Konzepte. Wir als Piraten haben ja auch den Anspruch, oder wir erkennen ja die digitale Revolution, wie sie halt einfach gerade so stillschweigend durchgezogen wird, eine komplette Umwälzung der Lebens- und Arbeitswelt und der gesamten Gesellschaft. Und von daher sagen wir auch in diesem Zusammenhang in Bezug auf das soziale System in Deutschland, es muss sich etwas ändern. Eine der Möglichkeiten zur Änderung ist ein neuer sozialer Aufbau in Form der Abschaffung von Sanktionsmaßnahmen im Bereich der Arbeit oder vielmehr der Arbeitslosigkeit wie ALG II, besser bekannt als Hartz IV. Und aus Sicht der Piraten, man möge mich da korrigieren, geht es gar nicht mehr um die Frage, ob wir ein BGE brauchen. Ich denke mal, das ist relativ klar. Sondern es geht eher, wenn wir uns in solchen Diskussionen befinden, um die Frage des Wie. Die Einführung eines sogenannten bedingungslosen Grundeinkommens ist natürlich bundesweit
so tiefgreifend in das, auch das behördliche Gefüge, was wir hier haben und das gesamte Staatswesen, wo wir ja auch fragen müssen und mitdefinieren müssen, was ist Arbeit, wie definiert sich Arbeit, wie definiert sich das Beamtentum, das zum einen und zum anderen halt auch, was die Finanzierung betrifft. Die Finanzierung, das ist ja, es wird deswegen ja immer direkt als utopisch betitelt und bekrittelt. Wer Utopien hat oder sollte zum Arzt gehen, habe ich in diesem Zusammenhang auch schon an den Kopf geworfen bekommen. Ja, ich sage ja, ich habe extra die falsche Version an den Kopf geworfen gekriegt. Nichtsdestotrotz, Science Fiction in diesem Zusammenhang wird auch gerne hinzugezogen. Star Trek Ökonomie wäre da auch noch als Möglichkeit zu nennen. Ich gucke da sogar gerade ganz gezielt mal zu der Person, die das, finde ich, in meinen Augen geprägt hat. Und wir selber werden, ich selber werde auch morgen, es wird eine sogenannte Mumble-Sitzung stattfinden, morgen Abend, zu diesem Thema. Es ist eine Online-Podiumsdiskussion. Ich würde mich freuen, wenn sehr viele Leute, die hier heute oder halt auch nachträglich davon hören, es wird eine Aufzeichnung davon auch geben. Das ist dann also morgen Abend. Es wird im Rahmen der Diskussion um das BGE werden wir hier im Landtag eine Veranstaltung machen, vielmehr in einem Nebengebäude des Landtags in der Villa Horion am 1.3.2016, wo wir auch noch Anmeldungen gerne annehmen. Am besten wenden an, das habe ich jetzt gerade nicht. Ah, okay. Die Anmeldungen gehen bitte an die E-Mail-Adresse bge@piratenfraktion-nrw.de. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. 17:30 ist vielleicht schon ganz gut, dann da zu sein. Okay, also dann doch ab 18 Uhr. Also die Veranstaltung. Ja, genau. Und wir selber haben in diesem Zusammenhang auch einen Antrag in der Pipeline. Der ist noch nicht spruchreif, der geht noch ein bisschen durch einzelne Finger, Hände und Tastaturen. Deswegen kann ich den jetzt hier heute noch nicht vorstellen. Aber ich denke, wenn mal die Grundzüge sind gesetzt. Und was mich daran interessiert ist, weil wir auch innerparteilich da einen sehr, sehr harten Diskurs führen zwischendurch, wie ich das so schon angedeutet habe. Olaf, möchtest du mal Möglichkeiten im Rahmen der Finanzierung, Gedankengänge zu einer Möglichkeit der Finanzierung vorstellen? Bitte. Du hattest es ja vorhin gerade schon erwähnt, dass viele Leute immer sagen, dass das eine sehr, sehr utopische Sache ist. Man muss eigentlich nur mal ein paar Sachen bedenken und dann sieht man, dass es überhaupt nicht mehr utopisch ist, selbst in dem derzeitigen Wirtschaftssystem. Also selbst wenn wir das derzeitige Wirtschaftssystem nicht die Spur in Frage stellen, ist damit eine Finanzierung eines BGEs auch über die derzeitige Armutsgrenze, wie sie durch die UNO und auch hier in Deutschland festgelegt ist, erreichbar für jeden Menschen. Und zwar die einfachen Überlegungen dazu sind, derzeit bekommt jeder Mensch einen Steuerfreibetrag, der arbeiten geht. Wenn man jetzt erstmal die eine Rechnung aufmacht, dann macht sich ein ganz, ganz großer Teil fratt. Dieser Steuerfreibetrag würde gestrichen werden. Das heißt, es würde Steuern gezahlt werden ab dem ersten Cent, den man verdient. Dafür bekommt man natürlich als Ausgleich oder nicht als Ausgleich, aber wenn man dann ein BGE bekommt, ob man arbeiten geht oder nicht, davon unabhängig, hat man auch dieselbe Vergütung als arbeitnehmender Mensch oder als Arbeitnehmer derzeit wie jetzt auch, beziehungsweise sogar noch etwas mehr, wenn man das endgültig rechnet. Die zweite Frage, die mir eigentlich dann immer sehr, sehr wichtig ist in dem Zusammenhang mit dem BGE, ist dann wirklich die Frage, wie ist das sozial auszugestalten? Also für mich ist ein BGE in der Regel nicht das Ziel, sondern ein Mittel zum Zweck. Und das finde ich immer, es ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und Mittel kann man auch falsch einsetzen, dass sie eigentlich nicht die Ziele erwirken, die man sich normalerweise damit vorstellt. Es gibt also eine ganze Menge Modelle und auch Gedanken. Muss man sich vorstellen, dass die Ideen oder viele Ideen zum BGE kommen auch gerade aus der neoliberalen Ecke, die
meiner Meinung nach, wenn sie eingeführt würden, keine soziale Verbesserung im Land mit sich bringen würden. Diese einzelnen Modelle jetzt hier aufzuzählen, ginge zu weit. Ich habe das deswegen jetzt nochmal erzählt, weil wir trotzdem an einer Stelle, damit es halbwegs finanzierbar bleibt, wir haben dazu auch schon Überschlagsrechnung gemacht, die kann man sich im Internet auf der Seite der Sozialpiraten angucken. Was ich jetzt gerade vorstelle, ist jetzt grob gesagt das Modell Sozialstaat 3.0, was dort vorgerechnet ist. Der Sozialstaat 3.0 liegt einfach daran. 1.0 war Bismarck, 2.0 war Adenauer und jetzt wollen wir einfach den nächsten Schritt machen. Von daher kommt der Name Sozialstaat 3.0 an der Sache vor. Und wenn man jetzt noch eine Überlegung macht, derzeit zahlen die Menschen auch im Maximalfall ungefähr 45-46% Steuern. Wenn man sich überlegt, dass man gerade viele hohe Einkünfte, die nicht eine solche hohe Steuerlast haben, vor allem wenn es Einkünfte aus Kapitalerträge sind, wenn man dies alles mit einer gleichen relativ hohen Steuer belegen würde, würde sich daraus ergeben, dass erstmal die normale Mittelschicht, um die es normalerweise immer geht, die auch immer schreit, dass sie gebeutelt wird, würde davon gar nicht so viel mitbekommen. Die Mittelschicht, die hätte eigentlich mehr oder weniger die Sache, das, was sie in der einen Tasche rauskriegt, kriegt sie in der anderen Tasche wieder rein. Die Leute darüber, wenn man diese Erhöhung auf 45-50% der für alle Einkommen anhebt, kommt man ganz schnell zu der Rechnung, dass dann für jeden Menschen hier im Staat schon mal auf jeden Fall ungefähr 800 bis 900 Euro zur Verfügung stehen. Und die könnten dann wieder auch an die Bevölkerung verteilt werden. Womit sich ganz klar zeigt, dass ein ganz, ganz großes Problem, nämlich dass sich das Kapital immer wieder bei den reichen Leuten sammelt, wie es sich derzeit nun mal abzeichnet, wenn man ganz einfach guckt, das Kapital, die Einkünfte in den höheren Einkommensschichten ab in dem obersten Dezil steigt unaufhörlich, unten sinkt, ist das eine sehr, sehr gute Art, dort die gesellschaftliche Umverteilung vorzunehmen. Die gesellschaftliche Umverteilung hat vorher relativ gut eine Zeit lang darüber funktioniert, dass die meisten Menschen oder sehr, sehr viele Menschen hier in Deutschland Arbeit hatten und die Unternehmen sehr, sehr stark darauf angewiesen waren. Jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Aspekt, warum dieser Weg für die Zukunft sehr, sehr wichtiger ist. Das fällt immer mehr weg. Das heißt, wir haben immer mehr Menschen, die gar nicht mehr benötigt werden, um dieselbe Menge an Gütern zu produzieren. Beziehungsweise es ist noch skurriler, nicht nur dieselbe Menge, sondern um noch mehr. Das heißt, wir produzieren ja sowieso jedes Jahr mehr Güter mit immer weniger Menschen. Es ist ja nicht so, dass die Gütermenge gleich bleibt. Und um diesen Wohlstand wirklich auf alle zu verteilen, weil nur noch sehr wenige an der Produktion beteiligt sind oder die Personenzahl, die an der Produktion beteiligt ist, immer weiter abnimmt, ist es eben eine sehr gute Möglichkeit, alle am Wohlstand, den in der Zukunft immer mehr die Maschinen erwirtschaften werden, teilhaben zu lassen. Wenn wir keine Möglichkeit finden, den Wohlstand, den die Maschinen hier in dieser Gesellschaft schaffen, auf alle zu verteilen, wird es auf jeden Fall einen sozialen Unfrieden geben. Und dem ist meiner Meinung nach das Mittel BGE, um diesen Zweck, den ich jetzt ein bisschen skizziert habe, zu umreißen, die einzigst logische Antwort, vor allem für Piraten, weil es gibt noch andere Modelle, die ähnliche Ziele verfolgen, aber das BGE ist das verwaltungsarmste und es lässt sich am wenigsten auf den einzelnen Menschen nachvollziehen, hinterher vom Staat, was der einzelne Mensch gemacht hat. Und von daher sollte man gerade als Pirat dann sich zumindest dieses Mittels bedienen, weil es die Verwaltung niedrig hält und auch die Nachvollziehbarkeit, was die Menschen machen, für den Staat enorm erschwert. Vielen Dank, Olaf. Dabei fällt mir gerade, wo du das so schön deutlich nochmal gesagt hattest, auch mit der Schere, mir fällt gerade ein, etwas jenseits des Themas, die AfD will ja nur einen Spitzensteuersatz von 25% oder was einführen. Herzlichen Glückwunsch, damit geht die Schere halt noch weiter auf. Die paar Prozent an Leuten, die da in Deutschland irgendwie den Reichtum des Landes horten, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und nicht so wirklich bereit zum Teilen sind, die werden dadurch dann noch begünstigt.
ist also sozusagen komplett Eigentumschaftsverantwortung, genau. Ist also genau entgegen der Idee einer ja, irgendwie gearteten Form von Allmende oder bedingungslosem Grundeinkommen. Oder Sozialstaats? Oh, okay. Was die, also ganz klar, bevor es jetzt zu, ich ahne schon wieder, es gibt dann Diskussionen, das war jetzt nur die Vorstellung und die Überlegung eines Modells. Innerhalb der Sozialpiraten als aktiven Kreis wird es ja halt, wie Olaf ja auch sagte, fleißig diskutiert. Olaf, hast du denn als Möglichkeit nochmal gerade den Verweis auf einen konträres Alternativmodell? Die konträren Alternativmodelle zeichnen sich vor allem durch eine Sache aus, dass sie mehr in der Gesellschaft in Frage stellen. Das muss man so sagen. Also dieses Modell ist ganz klar darauf abgezielt, so wenig wie möglich der derzeitigen Wirtschaft in Frage zu stellen. Und dann wird es schwierig, dann sind wir wirklich genau in dem Bereich, den viele Leute als Visionen bezeichnen. Und dort jetzt wirklich, ohne da groß, dass man sich da wirklich auch über Ziele und so geeinigt hat, was man damit erreichen will, wie man sich wirklich eine Gesellschaft vorstellt, ist es schwierig. Es ist verdammt schwierig, daraufhin jetzt wirklich ein konträres Modell zu machen. Es gibt diese Modelle, die zum Beispiel darüber hinauslaufen, dass ganz andere Geldsysteme zum Teil eingeführt werden. Ja, eine Sache, über die wir jetzt bei der derzeitigen Wirtschaft zum Beispiel sehr, sehr sich darüber geärgert wird, dass zum Beispiel ein automatischer Negativzins bei Geld eingeführt wird, was dazu führen soll, dass das Geld schneller zirkuliert, weil jeder gezwungen ist, wenn er das Geld einmal in der Hand hat, es so schnell wie möglich auszugeben. Wo die Überlegung in den Modellen ist, ich muss sagen, ich kann es jetzt auch wirklich immer nur so sagen, aus dritter Hand, weil ich nicht gerade wirklich, ehrlich gesagt, nicht Fan von diesen total umstürzerischen Modellen bin. Die Idee ist dann, dass das Geld schneller zirkuliert und dass das die Wirtschaft ankurbelt, was im Allgemeinen auch zu heutigen Wirtschaftstheorien passt. Ein anderes Modell, das ist eigentlich sehr wahrscheinlich das bekannteste, weil Götz Werner damit immer wieder in den Nachrichten auftaucht, ist die Überlegung, nicht das Einkommen zu besteuern, wie ich es jetzt gerade bei dem Modell erklärt habe, sondern nur noch das rein über die Mehrwertsteuer zu machen. Die Überlegung dahinter ist die, alle Steuern schlagen sich sowieso irgendwie wieder auf den Preis nieder. Das heißt, irgendwo sind die Steuern alle im Preis drin, also warum nehme ich nicht hinterher zum Schluss einmal die Steuer und mache es nicht unterwegs? Das Gegenargument dazu möchte ich jetzt allerdings dann auch ganz klar bringen. Von der Seite, die dagegen ist, wird ganz klar gesagt, wenn ich je mehr Geld ich habe, je weniger Geld gebe ich aus. Das heißt, ich kann Geld, wie du es auch vorhin schön gesagt hast, horten. Und für dieses Geld, was ich dann horte, zahle ich nie Steuern. Das heißt, die Leute, die nur 2.000, 3.000 Euro haben und die auch komplett ausgeben müssen, zahlen komplett Steuern. Der eine Million hat, zahlt nur für eine halbe Steuern, weil er die restliche halbe Million erstmal auf Seite legt, in seine Firma investiert oder sonst irgendetwas. Je nachdem, wie er es in die Firma investiert, kommen zwar auch schon wieder Umsatzsteuern zutage, das wäre aber dann eine Frage, wie diese Steuer wieder genau ausgebildet wird. Das ist eines der großen Modelle, die derzeit immer wieder auftauchen, eben weil Götz Werner die vertritt und er ja nun mal eine, sage ich jetzt mal, eine bekannte Person ist oder eine sehr, sehr bekannte Person aus der BGE-Szene ist, die das auch immer wieder medienwirksam in der Öffentlichkeit vertritt. Das so viel zu Alternativmodellen. Ich würde, wenn Leute wirklich Interesse haben an Modellen, weil es gibt auch noch eine ganze Menge anderer, sitzt wirklich einfach mal im Internet, BGE-Modelle, Gedanken dazu. Man wird mit Modellen und Ideen, ich muss sagen, auch mit vielen sehr, sehr skurrilen Sachen totgeschmissen. Man muss sich da ein bisschen durchklicken, aber man kommt auch an die richtigen und guten Informationen da. Zumal das BGE und die Ideen dazu ja nichts ist, was irgendwie gestern oder vorletzte Woche entstanden ist. Das sind Sachen, worüber sich Ökonomen schon seit mindestens den 60er Jahren sehr, sehr intensiv Gedanken drüber machen.
Danke, Olaf. Gerade in dem Zusammenhang, weil du es ja auch sagtest mit den Wirtschaftsmodellen. Ich meine, wenn zwischen Weihnachten und Neujahr sich ein Geschäftsführer der Deutschen Telekom hinstellt und öffentlich das Thema BGE ins Rennen wirft, wenn im Anschluss daran in Davos beim sogenannten Weltwirtschaftsforum öffentlich über das BGE diskutiert wird, und zwar tatsächlich als Möglichkeit zukünftig auch im Rahmen einer einer sich beständig weiter globalisierenden Welt überhaupt das ganze Sozialgefüge auch aus wirtschaftlicher Betrachtungsweise irgendwie zu verbessern, was ich sehr interessant finde. Deswegen, ich sehe jetzt gerade, Joachim, du möchtest was sagen? Ja, ich würde gerne zwei Dinge in die Runde bringen vor dem Hintergrund, weil ein Begriff noch gar nicht gefallen ist und ich würde gerne noch einen weiteren neuen vorschlagen im Zusammenhang mit dem BGE, und zwar ist der Begriff der Produktivität noch nicht gefallen. Wie ihr wisst oder auch nicht, arbeite ich an sowas wie einem netzpolitischen Manifest, was ich der Piratenpartei ans Herz legen möchte. Wer mich kennt, weiß, dass die Texte eher lang werden können. Gleichwohl müssen da Sätze rein wie Hammerschläge, sonst hat es keinen Manifestcharakter. Und ein wesentlicher Punkt ist der, dass wir, wenn man das BGE als Bestandteil des Sozialsystems betrachtet, wir es in Zukunft uns nicht mehr leisten können, die Finanzierung des Sozialsystems ausschließlich an den Faktor Arbeit zu koppeln. Das heißt, da käme dann die Frage, nimmt man tatsächlich Vermögensteuern, Kapitalertragssteuern und so weiter auch hinzu, um diese Grundsicherung zu finanzieren? Das wäre ganz wesentlich. Auf der anderen Seite gibt es natürlich global ein Problem, weil Deutschland ist mit eins der produktivsten Länder, was die Produktivität angeht. Das Produktivitätsverhältnis zu einem Land wie Mali beträgt 1 zu 60. Das heißt, Mali wird das nie wieder aufholen können. Und selbst zu Brasilien 1 zu 5. Wir haben damals die Produktivität des industrialisierten Englands aufgeholt durch den ganz einfachen Trick, dass wir die Grenzen zugemacht haben für Waren und alles Know-how reingeholt haben und dann selber produziert haben und haben das erfolgreich aufgeholt. Wir haben England sogar übertroffen im 19. Jahrhundert. Der Punkt war halt der, dass das Produktivitätsverhältnis zu Beginn dieses Konkurrenzkampfs zwischen den beiden Nationen nur 1 zu 2 betrug. Man muss sich also dann fragen, wenn man BGE macht, wie man das auch in globalen Kontext stellt und wie man das vielleicht auch anders macht. Auf der anderen Seite, der zweite Aspekt, den ich mit reinbringen will, ist immer, ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck und die Befürchtung, dass das BGE bei den Piraten zu einer sozialpolitischen Fata Morgana verkommt, weil die großen BGE-Theoretiker, die man wirklich auch mal lesen sollte, Leute wie André Gorz, verwenden auf jeder dritten Seite ihrer Werke zu dem Thema das Wort Arbeitszeitverkürzung. Das heißt, man muss dann auch bei gestiegener Produktivität hergehen und die verbliebene gesellschaftlich relevante Restarbeit entsprechend verteilen. Nur wenn man sich als Pirat hinstellt und eine Arbeitszeitverkürzung fordert, fühlen sich die ganzen Freiberufler gleich eingeschränkt. Ich bin aber der Meinung, vor dem Hintergrund, dass man politische Mehrheiten schmieden muss, stünde es den Piraten sehr gut an, wenn sie den Chemiearbeiter und den Stahlarbeiter, der sich über eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich freuen würde, dabei einfach nicht vergisst. Und der dritte Punkt, ich werde jetzt konstruktiv, ist der, ich möchte einen neuen Begriff vorschlagen, der bei dem BGE überhaupt noch nicht berücksichtigt worden ist und den man auch wahrscheinlich gar nicht berücksichtigen kann. Wenn man zu einer Multiaktivitätsgesellschaft kommt und Leute, die nicht mehr arbeiten gehen im klassischen sozialdemokratischen Sinn, haben wir ja das Recht auf Arbeit, auf gute Arbeit, die dann Teilhabe schafft oder was auch immer. Für Leute, die nicht mehr arbeiten gehen, sind nicht tätigkeitslos. Und wenn man jetzt sich mal überlegt, von den Leuten, die nicht mehr arbeiten gehen, aber nicht tätigkeitslos sind, produzieren 5-10% neue Ideen, die einer ökonomischen Verwertung zugeführt werden können. In dem Moment müssen wir von der Innovationsrendite sprechen, die wesentlich größer ist als in der jetzigen wirtschaftlichen Situation. Das wollte ich nur noch mal als Gedankenimpuls mit reinbringen. Vielen Dank, Joachim. Dann habe ich einmal den Nixus. Kurze Erklärung, Nixus ist Referent der Fraktion. Genau, darf aber trotzdem hier reden, danke. Ja, natürlich. Ich möchte nur kurz mal, ich finde drei Dinge wichtig dabei, oder eins ist mir besonders wichtig. Wenn man über BGE spricht, dann steht und fällt das Modell, wenn man darüber nachdenkt, mit einem Menschenbild, was man damit verbindet. Es gibt Leute, die das ohne zu rechnen ablehnen, die werden das immer an Zahlen knüpfen und sagen, ist nicht finanzierbar, bla bla bla, aber im Kern steckt dahinter, die denken, die Menschen sind zu faul, wenn sie irgendwie ein Grundeinkommen haben, werden sie nie mehr was tun. Ich denke, jeder sollte bei sich selber anfangen und sich fragen, wie würde er sich denn verhalten und nicht immer auf die anderen schauen. Das ist so das Grundproblem. Wenn man irgendwie, die anderen würden da nicht mehr,
jeder kann sich selber fragen, was würde er in seiner jeweiligen Situation machen, wenn er eine Grundabsicherung hätte, würde er dann echt einfach sein Rest des Lebens nicht mehr arbeiten oder nicht? Und bei fast allen, die ich kenne, ist die individuelle Antwort, nee, dann würde ich schon so weitermachen, ein paar Dinge würden sich ändern, vielleicht zum Besseren, zum Schlechteren. Sicherlich würden sich dann auch Konsequenzen für das Umfeld ergeben, aber das ist die Kernüberlegung. Ich glaube, wenn man für ein BGE eintritt, sollte man das vermitteln, was für ein Menschenbild man damit verbindet. Ob das dann mehrheitsfähig ist, ist eine Frage so. Ne? Es gibt Leute, die durchaus in ihrer Erfahrungswelt sagen, ich weiß das ganz genau, ich kenne das, ich weiß, wie das läuft. Ne? Meine Kumpels, die würden alle nur noch Bier trinken und auf der faulen Haut liegen, wenn die 1.000 Euro im Monat hätten. Mag sein. Das Zweite ist, und das finde ich auch wichtig, ich denke tatsächlich, dass die Idee eines Grundeinkommens für alle, was einfach wirklich jedem zusteht, uns deutlich von den typischerweise, und das ist jetzt sehr pauschalisierend, linken Positionen oder linken Parteien unterscheidet, nicht unbedingt allen und nicht kann, es gibt durchaus modernere Leute, bei den Linken speziell und auch in der SPD, selbst da gibt es Leute, die für ein BGE eintreten, aber die Verknüpfung Lohn und Arbeit oder überhaupt, man darf nur gut leben, wenn man auch ordentlich arbeitet, die ist halt tatsächlich sehr verbreitet und da muss man halt auch mit klarkommen und gucken, wie man sich davon, das ist eine Abgrenzung dazu und es ist die Frage, wie man da Mehrheiten schafft und auch wer Recht hat am Ende. Ein Problem habe ich eigentlich tatsächlich mit dieser Idee, der jetzt ist der Joachim gerade rausgegangen, pauschalen Arbeitszeitverkürzung. Wir hatten ja schon mal eine Diskussion, da war auch ein Professor Bontrup dabei, der hat für mich sehr schwach ausgesehen in dem Moment, als er tatsächlich so sagte, Arbeitszeitverkürzung ist halt so die Ideallösung, kann man einfach machen. Das geht an ganz vielen betrieblichen Realitäten vorbei und das sind nicht nur die Freiberufler und Selbstständigen, das sind auch viele kleine Unternehmen, Start-ups, wo die Leute zum Beispiel Bock haben, 60 Stunden zu arbeiten und gar nicht wissen, was daraus wird. Aber auch für kleine Firmen, die 2 Mitarbeiter haben, die können auch nicht einen Dritten einstellen. Also gibt es eine Menge Probleme mit. Nichtsdestotrotz ist für mich die Reihenfolge wichtig. Wenn man idealerweise ein BGE hat, wird sich daraus eine Umverteilung oder eine Umgestaltung der Arbeitszeiten ergeben, weil es die Basis schafft. Ja? Dann kann man nämlich auch für weniger Geld weniger arbeiten, weil man eine Grundlage hat. Und darauf kommt es meines Erachtens an. Wenn man diese Grundlage geschaffen hat, dann wird sich auch werden sich fast alle Arbeitszeiten ändern. Ne? Nicht unbedingt bei jedem, aber bei ganz vielen Leuten. Aber dann ist man weg von dieser pauschalen Forderung, die bei geringeren Einkommen notwendig ist, immer Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Denn dann hat man eine Basis, BGE, und kann dann möglicherweise auch nur noch die halbe Arbeitszeit machen, ohne Lohnausgleich. That's all. Danke, Nixus. Was die Arbeitszeiten oder mögliche Arbeitszeitverkürzung angeht, Maschinen wurden und werden ja auch weiterhin erfunden. Im Übrigen nicht nur, um aus wirtschaftlicher Sicht Arbeitsprozesse zur Gewinnsteigerung zu schaffen, sondern es war auch immer das hehre Ziel, glaube ich, der Menschheit, den arbeitenden Bereich der Bevölkerung zu entlasten. Da ist dann immer noch die große Frage, inwieweit halt die Maschine den Menschen partiell ersetzen kann und wo der Mensch, dass wir das Thema Arbeit halt auch da umdenken müssen, inwieweit der Mensch dann halt der Maschine dann zukünftig zuarbeiten muss, inklusive aller Negativaspekte. Jetzt sehe ich den Dietmar. Ja, ich möchte also auf keinen Fall die Podiumsdiskussion, die ja am 1. März ist, vorwegnehmen. Aber du, Grumpy, hast es gerade angesprochen, wichtig, du auch, Nixus, was die Arbeitszeitverkürzungssituation angeht. Es wird sich sicherlich in den nächsten, ich sag mal, maximal 2 Jahrzehnten ein Automatismus herausstellen, der eben dazu führt, dass Arbeit weniger wird, zwar menschliche Erwerbstätigkeit. Wir haben allerdings, das muss man einfach auch mal erwähnen, in diesen Tagen, weil es gestern, glaube ich, veröffentlicht wurde, den höchsten Beschäftigtenstand in Deutschland aller Zeiten mit 39 Millionen Menschen, die in irgendeiner Form beschäftigt sind, in Arbeit und... Das ist gar keine Frage, das ist überhaupt keine Frage, nur die absolute Zahl, die spielt ja schon auch durchaus eine Rolle. Es ist viel Augenwischerei dabei und alles spricht von Vollbeschäftigung, die es, selbst wenn es sie gibt, nicht dazu führt, dass die Menschen, die arbeiten, auch tatsächlich davon leben können. Das ist ja sicherlich auch der Aspekt, der gemeinsam mit dem, was wir als Partei des digitalen Wandels eben auch in Bezug auf die Arbeitswelt beleuchten wollen, eben hier letztendlich auch dazu führen könnte, dass in einer BGE-Diskussion auch der Aspekt der digitalen Rendite
fließen kann. Das heißt auch der Besteuerung, weil wir ja auch bei der Finanzierungsfrage, mit der Finanzierungsfrage angefangen haben, auch eine Besteuerung von Produktivität im eigentlichen Sinne, sei es drum, dass sie durch Menschenhand geschaffen wird oder eben auch durch Maschinen geschaffen wird. Ja, das heißt Besteuerung, wenn die Erwerbstätigkeit von Menschen verringert wird, sei es drum durch Automatismus oder was auch immer, oder Automatisierung etc., dass dann eben die Produktivität nicht sinkt, sondern unter Umständen sogar steigt. Und da muss der Besteuerungsansatz liegen, auch in der Zukunft. Deswegen auch, was die Sozialpiraten in ihrer Version 3.0 da auch in steuerlicher Hinsicht mal zu Papier gebracht haben, beziehungsweise aufgeschrieben haben, finde ich durchaus diskutierbar und sehr sinnvoll, eben weil es auch die Besteuerung von produktivem Kapital angeht und den daraus resultierenden Folgen. Also von daher ist es ein spannendes Thema, weil es eben auch eine Veränderung in der Arbeitswelt mit sich führt in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, was allerdings meines Erachtens nicht beantwortet werden kann, alleine durch eine Arbeitszeitverkürzung, die aus meiner Sicht automatisch eintreten wird, weil immer weniger, jetzt vom heutigen Peak angesehen, immer weniger Menschen in Arbeit und Brot stehen werden, um sich daraus tatsächlich ihr Leben finanzieren zu können. Das wird nämlich sinken, weiterhin sinken. Man betrachte nur auch die Erwerbstätigkeit alter Menschen, sprich auch in Rente, also Rentnerinnen und Rentner, die einfach von dem, was sie an Rente beziehen, nicht leben können, sondern arbeiten und zuverdienen müssen. Und diese Zahl wird auch unter Berücksichtigung der demografischen Situation steigen. Ja, sowieso, weil immer weniger Menschen junge Menschen werden immer mehr älter werdende Menschen finanzieren müssen, was die Rentensystematik angeht. Auch das sicherlich ein Punkt, der leider Gottes aus meiner Sicht in der weiten Diskussion über Arbeit und Lohn und Arbeitszeit vielleicht sogar sträflich vernachlässigt wird. Ja, so nach dem Motto, das Wort von Norbert Blüm, die Renten sind sicher, das sind sie nämlich nicht. Mittlerweile wissen es die meisten Menschen schon. Und viele derjenigen, die heute jung sind und arbeiten, wissen noch gar nicht letztendlich, dann nützt auch kein Riestern was, dass sie am Ende unterm Strich nicht mehr von dem, was sie bekommen werden, existieren können. Und das, glaube ich, ist nämlich der Grund- und Kerngedanke, auch wenn es in Davos beispielsweise angesprochen wird, weil die Führenden, die Macher, die wissen ganz genau, was passiert. Und die wissen auch ganz genau, dass die Quelle für soziale Unruhe natürlich genau da liegt, wo die Menschen am Ende von dem, was sie erarbeiten, beziehungsweise das, wofür sie arbeiten, nicht mehr existieren können. Und da ist nämlich der Quell auch des Machterhalts auf der einen Seite, aber auch der Erhalt der Macht durch Kapitaleinsatz und durch Kapital gefährdet. Und dort liegt nämlich die Krux. Deswegen wird das diskutiert. Das muss man einfach auch mal sehen. Vielen Dank, Dietmar. Was den möglichen Umbau eines Rentensystems angeht, auch da gibt es ja schon einzelne Ideen im Übrigen innerhalb der Partei. Die sind ja noch nicht, sage ich mal, ins Programm eingeflossen. Unter anderem halt die Schaffung nur noch eines Einklassenrentensystems, die Abschaffung des Mehrklassenrentensystems, die Aufhebung der Trennung zwischen sogenannter Rente und Pension. Ist ja auch schon in der Diskussion. Jetzt habe ich die Simone. Ja, vielen Dank, Nixus, dass du gerade auch noch mal auf das Menschenbild hingewiesen hast. Das ist ja weiterhin immer dieses Totschlagargument. Ja, dann geht ja keiner mehr arbeiten, ohne mal sich selber zu betrachten, was man selbst machen würde. Ich denke auch in der Diskussion draußen bei Menschen, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, wird häufig Erwerbstätigkeit und Arbeit eigentlich in einen Topf geschmissen. Und da möchte ich noch mal dieses Bild in den Raum werfen von diesem alten Mütterchen, was erzählt, ich bin nach dem Krieg geflohen, ich habe 3 Kinder großgezogen, mich um meine Enkel gekümmert und dann meinen Vater bis zum Tod gepflegt. Und die als Erwiderung bekommt, aha, sie haben also ihr ganzes Leben lang nicht gearbeitet. Auch solche Bilder sollte man sich vielleicht mal hervorrufen, wenn man über das bedingungslose Grundeinkommen nachdenkt. Gute Erinnerung, vielen Dank dafür. Ich hatte was Ähnliches gerade mit der sogenannten, Hausmütterchen, sagtest du? Ich dachte halt nach dem Motto, im Bereich des Haushalts arbeiten, was ja seit ewigen Zeiten als Arbeit verkannt wird. Dann, glaube ich, hatte ich den Kreon übersehen und dann den Olaf. Ja, ich setze beim Menschenbild wieder ein, dass
betrifft ja zwei Sachen. Einmal das Menschenbild, was man hat, wenn man es darum geht, das BGE sozusagen zu akzeptieren oder wenn es um die Akzeptanz eines BGE geht. Und andererseits spielt das Menschenbild oder auch das Weltbild natürlich eine sehr große Rolle, wenn man so ein BGE einführen möchte oder die Leute, die ein BGE einführen möchten, haben dahinter auch ein großes, ein spezielles Menschenbild oder Weltbild, was sie sozusagen meinen, was damit dann, was dahinter steht, was damit umzusetzen ist. Ich finde es wichtig, was Olaf gesagt hat bezüglich der Position. Wir wollen gar nicht viel an der Gesellschaft mit dem BGE ändern. Wir wollen an der Gesellschaft was ändern, natürlich. Aber das BGE an sich ist erstmal total elegant und natürlich ein Tool. Piraten lieben Tools. Und vor allem, wenn sie elegant sind und toll einsetzbar sind. Das Menschenbild oder was sich dadurch ändert durch das BGE, ich glaube, das existiert ja bereits. Ich meine, auch die Sache, die Trennung zwischen Arbeit und Lohn, das ist doch schon längst sozusagen in den Köpfen verankert. Es ist jetzt nichts spektakulär Neues. Wir ziehen sozusagen nur das Tool nach, um das umzusetzen, was eigentlich schon längst in den Köpfen drin ist. Selbst, das muss man da sagen, auch so diese überhaupt in der Realität ja gar nicht vorhandene Ideal der kreativen Leistungsgesellschaft. Ich gehe jetzt mal auf FDP-Niveau, deshalb lieben auch Julis oft dieses BGE, ist etwas, was sich wunderbar in so einem BGE abbilden lässt, weil da musst du dich um nichts mehr kümmern. Ob du jetzt 100 Euro mehr oder weniger verdienst, ist egal. Hauptsache, du kannst deine Sachen erledigen. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, auch nochmal zu wissen, das BGE ist erstmal ein Tool und unabhängig davon, ob man ein bestimmtes Weltbild durchdrücken möchte. Davon würde ich mich so ein bisschen entfernt halten, wenn es um die Diskussion darum geht. Es ist erstmal ein Werkzeug, etwas umzusetzen, was bereits gibt, eine Idee, die es gibt. Und das ist natürlich besonders schwierig einzuführen ich sage jetzt nicht Gesellschaft, sondern in einer Politik, die natürlich immer nur das, nimmt, was gerade möglich scheint. Dabei ist ja sehr viel möglich, wenn sozusagen der Druck da ist. Und das sieht man an einer Zinspolitik, die man dann vor 20 Jahren in der Form, wie sie heute abläuft, es gibt ja sozusagen zum Beispiel diese Negativzins im Grunde, jetzt funktioniert, nur so, weil irgendwie Zwänge da waren. Das Geld, was zum Beispiel jetzt für die Zinspolitik ausgegeben wird, in Anführungsstrichen, wenn man diese Politik so machen würde, dass man jedem EU-Bürger Geld in die Hand drückt und sagt, jetzt kauf mal was, wäre der direkte Effekt toller, wäre besser, als wenn man das jetzt über diese Zinspolitik macht, die es jetzt gibt. Schwierigkeit ist nur an der Stelle, dann gewöhnen sich die Staaten daran, dass ihre Bürger oder die Bürger gewöhnen sich auch daran, dass sie Geld praktisch in die Hand gedrückt geben, was sie ausgeben sollen. Ja, dann ist man bei der Frage, wie kann man das denn besser und eleganter regeln? So, das war es bei mir auch. Danke, Creon. Ja, du sagtest gerade, Piraten lieben Tools. Ich sage, erweitere das aber nochmal, Piraten oder wir auch lieben Tool-Diskussionen und teilweise werden diese dann vielleicht nicht ganz so zielführend geführt. Ich bin aber trotzdem über die heutige Diskussion froh. Jetzt habe ich noch den Olaf und den Joachim und ich denke mir, dann müssen wir dieses Thema auch langsam für heute abblenden. Und jetzt aber erstmal Olaf, bitte. Ich will noch mal ganz kurz vorhin auf die Frage eingehen, von wegen auch Modelle und Gegenmodelle, nachdem ich den Sozialstaat 3.0 vorgestellt hatte. Da müssen wir uns eigentlich auch als Partei mal ziemlich klar werden, was wir an der Stelle wollen. Die meisten anderen Modelle sagen ganz klar, das ist nicht als nationaler Alleingang zu machen. Das ist ein ganz, ganz großes Problem bei den anderen Modellen. Auch das vom Götz Werner. Man kann nicht plötzlich hier 150% Mehrwertsteuer erheben, wenn die anderen Länder um einen herum das nicht tun. Es wird schwierig, verdammt schwierig.
Das ist eine der großen Fragen, die wir uns stellen müssen. Auch dann, jetzt sage ich jetzt wirklich mal im Wahlkampf, ob wir unsere große Vision von einer Welt ganz groß herausstellen wollen, wie wir uns sie vorstellen. Da kann man sich sicherlich die tollsten Visionen machen und die kann man auch gut politisch verkaufen. Das sollte jetzt nicht negativ sein. Oder wollen wir ein Modell anbieten oder Vorstellungen anbieten, die jetzt relativ kurzfristig umsetzbar sind, ohne unbedingt das Ideal zu erreichen. Oder, was vielleicht die Idealsache wäre, das wirklich zweigleisig zu fahren. Ja, zu sagen, wo wir hinwollen, aber auch, was wir uns in den nächsten 5 Jahren vorstellen. So, das ist die eine Sache. Und eine, was ich jetzt noch machen möchte, sind 2 Aspekte einbringen. Gerade ich, einer, der sich sehr viel mit den Zahlen und mit den Hintergründen beschäftigt hat, wird immer wieder vorgeworfen, er hätte keine Visionen zu dem Punkt oder so. Ja, und würde an dem Punkt nicht mehr die ethisch-philosophischen Dinge sehen. Doch, es gibt 2 Sachen, die nämlich, warum ich das BGE Wahnsinn auch noch finde. Das ist einmal die Kinderfreundlichkeit und die Familienpolitik. Wir reden schließlich davon, dass jeder Mensch ab Geburt das BGE erhält. Das heißt, eine bessere Familienförderung hat es in diesem Land noch nie gegeben. Und das muss ich sogar sagen, selbst bei den schlechtesten BGE-Modellen, die ich bis jetzt gelesen habe, wäre das ja zumindest die Sache, dass Familien im Gegensatz zu anderen Personengruppen enorm gefördert werden über die Förderung der Kinder. Und die 2. Sache ist die, das ist eine Sache, die sollte man sich auch mal ganz, ganz groß vor Augen führen, was das für einen gesellschaftlichen Umbruch mit sich bringt. Die Menschen haben Existenzängste. Ängste führen immer zu Gewalt irgendwo. Mindestens zu irrationalem Handeln. Und jetzt schaffen wir eine Gesellschaft, in der wir einen ganz, ganz großen Teil, nicht alle, das wird man nicht schaffen als Gesellschaft, aber einen ganz, ganz großen Teil der Existenzängste einfach aufheben. Sie sind gar nicht mehr da, weil sie nicht mehr existent sind. Was das für eine Gesellschaft bedeutet, kann ich mir derzeit nicht vorstellen, aber ich glaube oder ich bin davon überzeugt, dass das nur einen wahnsinnig positiven Schub auf die Gesellschaft machen kann, wenn ich plötzlich einen ganz, ganz großen Teil der Existenzängste der Menschen einfach weggenommen habe. Vielen Dank, Olaf. Dann, bevor wir die abschließende Zahl von Dietmar bekommen, nochmal Joachim. Vielen Dank. Ich habe auch nur 3 kurze Sätze. Die Art einer Gesellschaft bestimmt sich dadurch, durch welchen Bereich der höchste Anteil am Bruttoinlandsprodukt erwirtschaftet wird. Und ich bin auch froh, dass die Simone wieder da ist und Christopher auch. Stichwort Menschenbild und Arbeit. Und es macht Sinn, manchmal das geschichtliche Fenster aufzumachen. In der Agrargesellschaft war die Arbeit Strafe. In der Industriegesellschaft wurde die Arbeit umdefiniert zu einem Recht, zu einem Menschenrecht auf Arbeit, damit die Leute auch zu den Maschinen kommen, um dort zu knechten. Und in der Informations- und Wissensgesellschaft wird es das Recht auf Tätigkeit und Teilhabe geben. Eine Multiaktivitätsgesellschaft, den Begriff hat auch mal jemand erfunden. Und es ist nur ein Teil der Bedeutung des Begriffes von Tätigkeit, ob sie jetzt vergütet wird oder nicht. Vielen Dank, Joachim. Dietmar nochmal. Ja, ich greife das nochmal auf, das Beispiel von Simone, ne, mit dem Mütterchen, nach dem Krieg und so weiter und so fort. Eine amerikanische Gehaltsvergleichsplattform hat im Jahr 2006 errechnet, dass die Arbeit einer Mutter mit einem Kind unter 15 Jahren mit etwa umgerechnet 97.000 Euro pro Jahr bewertet werden müsste, was eben den tatsächlichen Arbeitswert angeht. Nur mal das so in den Raum gestellt. Euro. Dollar, 134.000 Dollar. Ja? So, wenn da noch ein paar Kinder dazu kommen, kann man sich das ungefähr ausrechnen, was die Wertschätzung von Müttern angeht innerhalb der Familie. Also nicht von wegen die Hausfrau, die ja nichts macht als irgendwie nichts. Das ist vollkommener Bullshit, zumal wir ja alle wissen, die Zukunft von allem liegt in den Kindern, die Mütter großziehen. Herrlicher Vergleich. Jetzt habe ich gerade aus Versehen wieder übersehen. Simone noch mal bitte. Entschuldigung, übrigens betrifft das auch Hausmänner, nicht? Also nicht nur Hausfrauen. Ne? Nein, ich wollte zum Abschluss der Diskussion noch einen Hinweis geben an den interessierten Bürger, der vielleicht weder mammeln mag noch bis zum 1. März warten möchte oder dem Düsseldorf zu weit ist. Wir haben bereits morgen Abend in Bochum einen Vortrag zum BGE um 19:30 Uhr im Game am Rathaus. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für den Hinweis, Simone. Den Termin hatte ich tatsächlich noch nicht auf dem Schirm, weil das ein lokaler Bochumer Termin ist. Fasse ich noch einfach mal zusammen. Zum einen, die Diskussion läuft. Das ist schon mal gut. Wir haben dies nicht nur hier in der Fraktion, sondern halt, wir übernehmen dies auch gerne von Seiten der Bürgerinnen und Bürger und auch unserer eigenen Partei. Wir haben jetzt gerade in Wuppertal ja auch unser Mobil stehen. Da zum einen die Bitte, wenn ihr, liebe Bürgerinnen und Bürger, Wünsche, Ideen, Anregungen, nicht nur zu diesem einen Thema einer möglichen Finanzierung eines BGE oder eines bedingungslosen Grundeinkommens im Allgemeinen, wenn ihr da Ideen, Anregungen habt, gebt sie unseren Leuten mit, die gerade da sind. Wenn ihr das jetzt erst im Nachhinein erfahrt, schreibt uns, organisiert solche Dinge, nehmt an Veranstaltungen teil, informiert euch. Ich erinnere dann jetzt noch einmal daran, also wir haben zum einen im Fleischraum in Bochum, die Location hieß noch mal wie? Im Game in Bochum findet also morgen Abend eine BGE-Diskussion statt. Parallel dazu in der digitalen Welt auf dem Mumble-Server der Piratenpartei NRW. Dann findet am 1.3. unsere Podiumsdiskussion hier im Landtag NRW in der Villa Horion ab 18 Uhr statt zu dieser Thematik. Und wir werden, denke ich mir mal, auch im Laufe der nächsten Woche wir haben auch noch einen Bundesparteitag, wo viele von uns hinfahren, ich denke mal so gut wie alle. Auch da, denke ich mal, werden wir noch mal einiges dazu sagen können. Und jetzt habe ich für die Wuppertaler noch eine Zusatzinformation. Wir haben am Donnerstag, ist Tag der Innenausschuss, und als aktuelle Viertelstunde wurde beantragt von unserer Fraktion, es gab einen sehr wirklich ärgerlichen, bedrohlichen Vorfall die Tage in Wuppertal, wo es um einen Angriff, um ein Kulturzentrum ging. Soweit ich der Presse gestern noch entnehmen konnte, ist da irgendwie einiges merkwürdig gelaufen. Ich übergebe noch mal ganz kurz an Frank Herrmann, unser Pirat im Innenausschuss. Kannst du da jetzt gerade noch mal was zu sagen? Ja, in aller Kürze. Also da hat es letztes Jahr im April im Autonomen Zentrum eine Messerstecherei gegeben, ich sage mal einen Mordanschlag, so kann man es durchaus nennen. Und ich sage mal, nach meinem Eindruck, quasi per Reflex wurden halt Menschen aus dem Autonomen Zentrum verdächtigt. Tatsächlich hat sich aber herausgestellt, dass es drei Nazis gewesen sind. Das war eigentlich relativ schnell klar. Trotzdem wurde gegen Verdächtige aus dem Autonomen Zentrum, 20 an der Zahl, wegen Mordversuch ermittelt, ganz lange Zeit. Und jetzt letzte Woche kam eine Meldung und es gab sehr viel Auseinandersetzung, sehr viel Debatte in Wuppertal, warum die Polizei sich nicht entschuldigt wegen dieser falschen Verdächtigung. Und jetzt stand letzte Woche, gab es eine Meldung in der Zeitung, anscheinend ist ein Computerfehler dafür verantwortlich. Die wurden nämlich dann statt als Zeugen, als Verdächtige geführt. Und darüber wollen wir im Ausschuss reden, weil das kann es ja wohl nicht sein, dass hier über ein halbes Jahr gegen Leute, gegen Unschuldige, und man hätte es wissen müssen, wegen Mordversuch ermittelt wird. Das geht gar nicht. Und das wollen wir halt thematisieren und hören von der Landesregierung, wie sie dann solche Sachen in Zukunft mal abstellen will. Das wird am Donnerstag, der circa 11 Uhr. Leider werden Ausschusssitzungen hier im Landtag nicht gestreamt. Haben wir schon mehrfach beantragt, wollen das auch immer wieder. Tut mir leid, aber die Sitzung ist öffentlich. Das heißt, jeder kann dann hier nach Düsseldorf hinkommen. Aber im Stream, wie gesagt, ist es leider nicht. Ja. Sorry, dass ich jetzt einmal... Ja, 11 Uhr ist richtig. Entschuldigung, ja, 11 Uhr deswegen, weil wir haben am Donnerstag in der Sitzung zuerst eine Sachverständigenanhörung. Und die wird zuerst durchgeführt. Normalerweise ist eine aktuelle Viertelstunde am Anfang der Sitzung. Die Sitzung fängt um 10 Uhr an. Aber aufgrund des Sachverständigengesprächs, man kann auch nicht genau sagen, wie lange das dauert. Kann auch sein, dass es 1,5 Stunden dauert. Kann auch theoretisch sein, dass es kürzer ist, aber ungefähr um die Zeit wird dann diese aktuelle Viertelstunde anfangen. Wunderbar, auch nochmal danke, Olaf, für den Hinweis. Ich selber bin ja immer irritiert, also wenn man Listen erzeugt, auch als Behörde, Listen waren schon immer etwas, was
eventuell nicht nur in falsche Hände geraten kann. Heutzutage rutscht man eventuell auch noch mit der Maus mal ab. Ist also sozusagen ein Mausrutscher, was wir da seitens einer Behörde erlebt haben. Ich bin mal ganz schwer, ich bin mal ganz schwer gespannt auf den Bericht dann im Innenausschuss. Ja, das geht gar nicht. Jetzt muss ich gerade selber ganz kurz gucken. Ich möchte mich für die heutige Diskussion nochmal bedanken. Und wir haben, wenn ich mich nicht irre, tatsächlich jetzt um 11.20 Uhr alle öffentlichen Tagesordnungspunkte inklusive der verwaltungstechnischen und Dinge bereits durchgearbeitet. Und von daher möchte ich mich ganz herzlich bedanken, auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer und bei den Zuschauerinnen und Zuschauern und vielen Dank auch an das Team der Leute, die heute in Wuppertal sind. Ich hoffe über einen kurzen Zwischenruf. Wir sind mit dem K-Office diese Woche noch vor Ort, unter anderem in Hagen, höre ich gerade. Okay, es steht auf jeden Fall stehen die anstehenden Termine auch auf der Website unserer Fraktion. Ich habe es jetzt gerade mal, ich bin mal schlecht vorbereitet, ich habe mich schlecht vorbereitet, kommt vor. Vielen Dank nochmal an alle. Am 18. in Münster höre ich gerade, am 19. in Hagen und am 23. in Witten. Nochmal, wunderbar. Dann vielen Dank und wir beenden damit den öffentlichen Teil dieser Sitzung um 11.21 Uhr und gehen dann jetzt in den nicht öffentlichen Teil bei Anwesenheit der Angestellten. Von daher bitte ich, machen wir dann den Stream aus und wir sehen uns ganz normal nächste Woche. Dankeschön. Ich würde sagen, wir machen 5 Minuten Pause. Tschüss. Ja. Ja, ein Rauchen.